Heute wieder hier am Fenster hängend, vor der Polizei flüchtend, wie immer. Gerade haben wir die krasseste Story erfahren überhaupt, dass unsere Mutter die ungeschlagene Abenteurerin war. Und uns wurde der Gedanke der Piratenschatzsuche eingeimpft. Am besten gar nicht umgucken, einfach weiterklettern. Schornstein, komm schon. Ich komme. Oh, knappe Sache. Das Eingangstor sieht gut aus. Eingangstor, geht klar. Okay. Woher wissen die? Nathan! Alles okay? Ihr da! Stehen bleiben! Scheiße! Hier lang! Die werden wir los! Hier ist Officer Murphy. Wir haben zwei Verdächtige zu Fuß. Ein Erwachsener mit einem Fuß. Stehen bleiben, verdammt! Scheiße! Hände über den Kopf! Stopp, verdammt! Oh! Go, go, go! Die Bullen sind aber auch ordentlich langsam. Nein! Wo ist er hin? Da oben. Scheiße! Ja, so Kletterkünste sind schon von Vorteil. Los, halt dich fest! Knappe Kiste. Das ist ja blöd gelaufen mit der Frau, Mensch. Vielleicht hätten sie ihn dann viel leichter gefunden. Oh, wir sind in Sicherheit. Lass uns mal kurz verschnaufen, ja? Cooles Motorrad, das würde mir auch gefallen. Ich bin ja eh Zweirad-Fan. Was für eine Nacht, hä? Was für eine Nacht. Die alte Frau. Hey. Hey, jetzt hör mir mal zu. Das vorhin war nicht unsere Schuld. Ich meine, die Frau, die... Die war... krank. Nein, ist ja okay, sich mies zu fühlen. Aber wir hätten da nichts tun können. Und was machen wir jetzt? Ich kann nicht zurück ins Waisenhaus. Du kannst nicht zurück zu deinem Job. Dann lassen wir es. Klar. Nein, ich mein's ernst. Wir beide hauen so weit von hier ab, wie wir überhaupt nur können. Ja? Und wie lange, bis die Cops uns finden? Oh, ich glaube, die suchen nach Nathan und Samuel Morgan. Ja, das sind wir. Wenn wir das nicht wären? Mhm. Nathan, vorhin in dieser Villa wusstest du genauso viel über diesen Kram wie diese arme alte Frau. Hier. Ich wusste schon immer, dass das Schicksal Großes mit uns vorhat. Aber bis heute Nacht wusste ich nicht, was das heißt. Aber das, Moms unvollendete Arbeit, das ist unsere Chance, ein neues Leben anzufangen. Mit neuen Identitäten. Wovon redest du da? Ich kenne ein paar Leute. Die fälschen astrein Papiere. Und was unsere neuen Namen angeht. Mom glaubt, dass Sir Francis Drake hätte Nachkommen gehabt. Aha, so ist das entstanden. Du meinst das ernst, oder? Nathan, das ist unser Schicksal. Und ich verspreche dir,
Du und ich zusammen. Wir werden es weit bringen. Na, was sagst du? Nathan Drake. Und danach änderte sich alles. Du weißt schon, wir wurden... Ah, schöne Entdecker. Geschichte. Abenteurer. Hauptsächlich Diebe. Au. Okay, halt mal still. Jetzt ist die Uhr noch dabei. Eine Weile lang war es. Das wird ja noch gefährlicher. Wenn wir uns nicht im Knast abgewechselt haben, dann haben wir zusammen drin gesessen. Und nachdem ich ihn verloren hatte, nachdem ich dachte, ich hätte ihn verloren. Du wolltest nicht mehr über ihn reden. Sowas in der Art. Ja, das Band zwischen Brüdern ist stärker. Tja, das war's. Jetzt weißt du alles. Bei dir bezweifle ich, dass das alles war. Aber das war schon viel. Was würde ich jetzt machen? Ich glaube, ich würde jetzt und nach Hause fahren. Du jetzt? Ich denke, ja, ganz dass ehrlich, du Glück meine hattest, Freundin dass ich dich gefunden habe. Würde ich nicht gefährden. Ich bin froh, dass du kein Bein verloren hast oder so. Wäre verteufelt schwer geworden, dich hier rauszuschaffen. Wie hast du mich überhaupt gefunden? Ach, weißt du, das war ein Kinderspiel. Einfach immer dem Klang der Schüsse nach. Nein, ich meine, wie bist du hergekommen? Oh, na klar. Sally, kommen. Na, Schätzchen. Wie geht's ihm? Ach, weißt du, er ist angeschlagen, aber er lebt, wie zu erwarten. Jetzt brauchen wir nur noch den anderen Drake. Wie meinst du das? Nate, kannst dir erzählen. Hey, Kumpel. Schön, dass du da bist. Wollte ich nicht verpassen. Was ist mit Sam? Brave hat ihn. Scheiße. Weißt du, wo sie sind? Ja, sie wollen zur Nordseite der Insel. Sieh mal, ob du dort einen Platz zum Landen finden kannst. Sobald wir Sam haben, müssen wir verdammt schnell hier weg. Verstanden. Hey, hey, hey. Und der Schatz? Vergiss ihn. Wir brauchen ihn nicht. Aber Alcazar... Nein, es gibt richtige Entscheidung. Das war alles Blödsinn. Na, warte, du meinst die Schulden, die... Die Flucht. Ja, Sam hat alles erfunden. So ein Arschloch, was? Pass auf, ich werde dir alles erzählen, wenn wir uns sehen, okay? Ja, ich kann es kaum erwarten. Hör zu, passt da unten auf euch auf. Du kennst uns. Wir tauschen. Danke. Bitte. Die machen einen ganz schön coolen, du. Danke, dass du mich gerettet hast. Wieder. Diesmal hätte ich es fast nicht gemacht. Okay. Komm. Wir müssen jetzt los. Oh, sie ist immer noch sauer. Ah. Wir wollen also zur Nordseite. Kapitel 17. Ja, in guten wie in schlechten Tagen. So ist es. Der Schatz ist bestimmt dort. Wir müssen Sam retten, bevor sie ihn finden. Sieh mal. Da oben. Ich habe mir den Wagen von Shoreline geborgt. Du bist von da oben runtergerutscht? Ja, das war der schnellste Weg. Jetzt müssen wir noch herausfinden, wie wir hochkommen. Nee, dann komm mal her hier. Ja, hier. Wiese hochklettern. Ey, cool gemacht. Oh, danke. Und? Bist du schon lange hier? Auf der Insel? Ein paar Stunden. Oh. Hast du
Wie läuft das? Nie gesehen? Na klar, aus der Luft. Nicht unglaublich, oder? Ey, nice. Noch eine Vase. Klar. Mitten im Dschungel eine Vase. Okay. Und hat dir Sully alles erzählt über diesen Ort? Ja. Yep. Henry Avery, 400 Millionen. 12 Millionen. Hunderte Sieger. So ungefähr? Ja, das umreißt es ganz gut. Mir war etwas langweilig. Ganz danach aus. Haben Sie da angefangen zu bauen? Avery hat die besten Ingenieure seiner Zeit beschäftigt. Damit hat er bestimmt Nachschub fürs Aufwärts gebracht. Ja, gut möglich. Wo? Oh. Ist hier rüber? Und sie kann genauso gut klettern, oder? Wie sieht das aus hier? Hä? Die ist ja schon unten. Da oben ist eine Öffnung. Wie jetzt? Wieder zurück? Ah, okay. Guck mal, die ist auch so ein Klettergenie. Da ist ein Auto. Wir müssen nur da hoch. Ja, was meinst du? Wo lang? Na, sehen wir uns um. Das ist zu hoch. Wir müssen woanders lang. Hier ist doch was zum Hochspringen. Es muss hier doch etwas geben. Erwischt. Die Wurzel auch nicht. Geht wieder zurück. Hier drüben. Oh, ehrlich. Da kriege ich dich hoch. Super. Ey. Wow. Boah, danke schön. Gibt noch einen anderen Weg hoch? Boah. Mann. Hey, hier oben ist ein Weg. Wieso muss ich immer die doofen Wege nehmen? Jetzt muss ich ja trotzdem wieder hier oben. Schau mal, ob du was Brauchbares findest. Ja. Yep. Hey, ich habe hier was. Warte. Na dann. Eine Kiste. Unten. Danke. Sehr schön. Ziehen wir uns die mal hier drunter. So, das sollte eigentlich schon reichen. Nein.
jetzt aber. Jawohl. Schön mit Kletterhaken. Oh. Hey, guter Sprung. Nicht schlecht, was? Was macht sie denn da? Super, so eine Frau zu verärgern. Ja. Das ist schön. Los, wir sehen uns drüben. Alles klar. Wow. Knappe Kiste. Alles unter Kontrolle. Versuch hier hochzukommen. Ja, ja, verstanden. Oh Gott. Nate, kommst du da irgendwie raus? Scheint eine Sackgasse zu sein. Vielleicht läuft der Aufzug noch. Das glaube ich kaum. Der ist 300 Jahre alt. Die Wetterkorrosion. Ich meine, wer weiß, ob hier jemand... Oh, funktioniert. Wie? Okay. Uns einfach hoch. Auf alle Fälle haben wir einen Schatz verpasst. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Aber... Als wir da abgestürzt sind in den Fluss, hat es geblinkt. Gegenüber. Der Kletterhaken war die geilste Sache. Wer zur Teufel ist? Schieß! Oh, Scheiße, es ist Frank! Hey, gut gemacht. Nichts dabei. So, okay. Sehr schön. Wo geht es zum Auto? Von weiter oben können wir es leichter finden. Ja, noch höher. Gute Idee. So. Hier lang? Da sind Stufen. Wenigstens bewegen wir uns etwas, oder? Tut dir die Grafik schon weh, Mensch. Auch sehr cooler Ausblick. So. Sima, Schorla. Wir haben dein Auto. Genau genommen ist es hier. Nehmen wir es uns wieder. Mann, wir knallen hier einfach alle ab. Wollen wir euch auch ein bisschen Echsen bieten hier? Oh, was war das für ein Typ? Elena, komm! Jetzt einfach mal hier durch den Fluss. Schon passen. Okay, ich glaube, die sind hinter uns.
Eine Frage hätte ich. Wieso will Rafe Adler Averys Schatz? Das Geld braucht er ja wohl nicht. Er will den Ruhm. Er will keiner sein, der nur durch sein Erbe reich geworden ist. Davonlaufen gibt es für ihn nicht. Tja, Rafe und Shoreline passen gut zusammen. Er braucht ihre Kampfkraft, sie sein Geld. Sehen Sie das? Wirken doch gut ausgerüstet. Shoreline war in Bürgerkriege verwickelt, die nicht so gut ausgehen. Nadine hat Daddys Schlamassel geerbt. Sie hofft bestimmt, hiermit wieder groß rauszukommen. Wo lang? Tja, hier drüben sieht es vielversprechend aus. Ja. Hier ist so ein Geländewagen endlich mal gefordert, ne? Fuck. Okay. Keiner sein, der nur durch sein Erbe reich geworden ist. Davonlaufen gibt es für ihn nicht. Tja, Rafe und Shoreline passen gut zusammen. Er braucht ihre Kampfkraft, sie sein Geld. Tun sie das? Sie wirken doch gut ausgerüstet. Shoreline war in Bürgerkriege verwickelt, die nicht so gut ausgerüstet ist. Nadine hat ja die Schlamassel geerbt. Sie hofft bestimmt, hiermit wieder groß rauszukommen. Frischt. Ah ja, hier ist noch eine Auffahrt. Wow, sieh dir den Aufzug an. Der ist riesig. Darüber könntest du doch einen super Artikel schreiben. Ach so, allerdings. Leute. Aber das würde wohl niemand glauben. Ja, es ist so. Du könntest ja Fotos machen. Hier machen wir einen kleinen Break. Und so schauen mal, wo es weitergeht. Wir sehen uns im nächsten Video.